Ja, und das sind wir wieder im Eurotruck 2, The K-Caps, The Gamer und Project ELP. Hallo, hallo, hallo. Tachchen, Tachchen. So, ich muss gerade mein Mikrofon noch ganz kurz in Richtung schieben. Das ist ganz wichtig. So, und wir sind wieder, wie gesagt, im Eurotruck. Der Patrick ist auch wieder dabei. So, und warte, ganz kurz. Da ich bisher in jedem Part eine Anmerkung auf irgendeinen YouTuber bisher gemacht habe, muss ich das diesen Part natürlich auch wieder machen. Echt jetzt? Hast du es wirklich gemacht? In jedem Part? Entweder haben wir Grunk erwähnt oder ich habe irgendeine dumme Bemerkung beim Let's Player abgelassen. Also muss ich jetzt auch wieder eine dumme Bemerkung machen oder eine Ansprache. Gut, dann warten wir so lange. Ich muss kurz überlegen. Ah ja, genau. Tach, ihr Nasenbären. So. Wer es errät, schreibt es in die Kommentare. Gut. Ich weiß nicht, ob du es erraten hast. Nö, ich nicht. Tach, ihr Nasenbären. Noch nie gehört. Ich weiß es gerade. Ah ja, genau, war Harald Frenkel. Auch so ein geldgeiler YouTuber. Harald Frenkel. Das ist so ein Simulations-Let's Player. Ja, ich kenne den. Ich habe von dem anscheinend das ist das Part gesehen. Ich kann den gar nicht leiden, tut mir leid. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob er so dumm tut oder ob er wirklich so behindert ist, wie er in den Videos ist, ey. Ja, wirklich so geistig behindert musste er erstmal sein. Also er kriegt's nicht hin, die einfachsten Befehle, die einem auf dem Bildschirm gezeigt werden, korrekt auszuführen. Ich verstehe nicht, wie behindert ein Mensch sein muss, um sowas nicht hinzubekommen. Okay. Moment, ich will gerade mal nur kurz was gucken, und zwar nach einem LKW-Händler. Was habe ich denn da schon alles entdeckt? Ich habe einen in München entdeckt und ich habe einen in Frankfurt entdeckt. Ich will mir einen Volvo-Händler suchen. Weil ich mir nämlich einen Volvo kaufen will, für die gerade nicht wissen, was ich hier vorhab. Ich brauche einen Volvo-Händler. Das heißt, wir müssen irgendwo mal hinfahren, wo es einen Volvo-Händler gibt. Düsseldorf waren wir noch nicht. Gibt es einen Händler? Und wir sind in Duisburg. Mal gucken. Ich will gerade mal ein bisschen gucken nach LKW-Händler, weil wir haben nämlich 100.000 und das geht langsam auf einen eigenen LKW zu. Du willst bestimmt wieder einen Volvo, ne? Ja, natürlich. Den Volvo FH16 Classic Globetrotter XL. Den habe ich auch in meinem Privatspiel. Apropos, ist ein ziemlich cooles Ding. Wir starten von Stuttgart aus, Patrick. Ah, perfekt. Meine Heimatstadt. Wir haben heute natürlich auch wieder eine riesen Liste an Themen vorbereitet. Nee, gut, die ich gerade nicht sehe, weil die in Skype gepostet ist. Und mir der Blick dahin verdeckt ist durch Audacity. Es ist eine riesen Liste, das ist auch nicht unbedingt, aber ich kann ja mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was wir so alles geplant haben. Und zwar Endzeitwelt. Leben unter einer Kuppel, die Frau fürs Leben, Statussymbol Handy, falsche Urheberrechtshinweise auf YouTube. Oh ja. Das Problem von YouTube. von Nintendo. Das Problem von Nintendo, ja. Steam und Origin bzw. Uplay-Zwang. Ja. Genau. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit Endzeitwelt an. Endzeitwelt. Was verstehst du darunter? Also, unter Endzeitwelt verstehe ich jetzt halt. Also ich weiß, was es ist. Es ist halt eine Welt, in der, keine Ahnung, irgendeine Katastrophe ist. Und man halt, also dass die Zivilisation halt zusammengebrochen ist. Also quasi die Welt, wie wir sie kennen, dass es die so nicht mehr gibt. Ganz genau. Ja, also so ein Szenario. Ich quäl mich hier gerade den Berg hoch, weil die Gangschaltung hier irgendwie totalen Scheiß macht gerade. Ich schalte gleich auf sequenziell um, bloß um den Berg hier hochzukommen. Also quasi. Ich hab das jetzt gehört. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Endzeit-Szenario, so The Walking Dead-mäßig. Ja, The Last of Us. Ja, The Last of Us kann ich jetzt nichts zu beitragen, aber. Ich denke da eher an The Walking Dead, dass. Das ist also wirklich eine der besten Zombie-Filme oder Serien, je nachdem, wie man das sehen möchte. Es ist sehr streng genommen eine Serie, weil es Staffeln gibt. Und Ende ist bisher noch nicht vorgesehen. Also ich muss sagen, es ist einer der besten Zombie-Serien, die ich kenne. Und ich bin ein fanatischer Zombie-Filme- und Sendungsgucker. Ich liebe es, solche Filme zu gucken. Muss ich ja mal so beitragen.
Also, gut, unter einer Endzeitwelt verstehe ich jetzt auch, wie Kevin schon gesagt hat, sowas wie einfach, dass die Zivilisation und Co., so wie wir sie halt kennen, nicht mehr funktioniert. Also, dass quasi jeder um sein eigenes Überleben kämpft. Dass, ja, wir Menschen uns quasi gegenseitig auf den Kopf hauen, um zu überleben. Es gibt eben kein gehen wir in den Supermarkt und kaufen uns zwei Dosen Bier und, was weiß ich, eine Packung Chips. Sowas gibt's nicht mehr. Und, hupsala, das war gerade mein Handy. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Das ist ein bisschen weit weg gerade. So hab's mal von Ordnung ausgestellt. Ja, also sowas gibt's dann halt nicht mehr. Einfach in den Supermarkt gehen und sich mal das und das kaufen. Da heißt es dann selber anbauen oder gucken, ob man noch was findet. Wobei das mit dem Finden geht ja auch nicht ewig. Weil andere Menschen ja sicherlich auch auf die Idee kommen, Supermärkte zu plündern. Also ich hoffe, dass ich so ein Szenario nie miterleben werde. Ja, und ich hoffe vorher, dass mein LKW kann nicht mehr weiterfahren. Der wird zurückgezogen einfach. Fährst du gerade zu schwer? Ja, ich war gerade aus dem Steinbruch raus. Jetzt weißt du, wie es mir ging. Du kannst hier nicht rausfahren, das kannst du vergessen. Geh einfach F7 und dann Abschleppdienst, dann wirst du nach Mannheim, glaube ich, gesetzt. Kostet zwar Zeit und Geld, aber sonst kommt man da echt nicht raus. Ist irgendwie ein bisschen stumpf. Oder du fährst nochmal nach unten und nimmst ordentlich Anlauf. Ich habe jetzt einfach auf sequentielle Gangschaltung geschalten und treib den LKW bis zum Umfallen die Umdrehungen hoch. Na gut, geht natürlich auch. So, vierter Gang, 20.000, 200, nee. Quatsch, 2.000. 20.000 Umdrehungen. Nee, 20 mal 100 sind 2.000. Ja, jetzt kommen wir hier so langsam, kommen wir hier in Fahrt. Das pulvert jetzt zwar halt ordentlich hier den Diesel raus, aber egal, was will man machen. Geht ja nicht anders, ne? Ja, außerdem ist nicht mein Sprit und die Umwelt ist nur virtuell. Eben. Na gut, das ist natürlich jetzt wieder eine super Überleitung. Umwelt, Leben unter einer Kuppel, wäre das möglich? Was denkst du? Tja, irgendwann sicher schon. Ich denke mal, also das Leben unter einer Kuppel ist möglich, allerdings nur begrenzt. Ja, begrenzt halt. Wir Menschen. Dauerhaft habe ich jetzt halt gemeint, irgendwann, wenn die Technologie mal so weit ist. Nee, also es wäre derzeit nur begrenzt möglich. Wir Menschen müssten auf vieles verzichten. Wir müssten beispielsweise verzichten, Großfeuer zu machen. Also jetzt große Brandrodungen beispielsweise durchzuführen. Wir müssten auf Autos verzichten. Wir müssten auf Busse verzichten. Wir müssten auf Atomkraft sowie andere Stromerzeugungsarten außer Solar und Wasserenergie. Also wir müssten da ziemlich zurückstecken. Ja, und Wind, Wind. Ja, Wind unter einer Kuppel, das ja hat sich eigentlich schon von alleine geklärt. Ja, ne? Nee, also das, ja, es ist, glaube ich, nur begrenzt möglich, weil die Menschen sind einfach verdammt dumm. Es ist halt einfach so. Menschen sind verdammt dumm. Menschen sehen halt nicht ein, warum sie jetzt ihr Auto zu Hause stehen lassen sollten und lieber mal mit der Bahn fahren oder so. Das sehen viele Menschen leider nicht ein. Ja, ne? Das ist eigentlich schade, weil wir machen uns unsere Umwelt kaputt. Gerade auch, wie ich gerade eben schon angesprochen hatte, durch große Brandrodungen im Regenwald beispielsweise. Da holzen die quadratkilometerweise den Regenwald ab. Und der Regenwald ist auch, obwohl man das jetzt nicht denken möchte, aber der ist auch dafür verantwortlich, dass wir hier leben können in Deutschland. Weil der Regenwald... Die Lunge der Welt nennt man das. Genau, weil der eigentlich... Denn jeder, der in der Schule im Chemieunterricht oder ich weiß nicht, Biologie, keine Ahnung, weiß ich glaube, es ist sogar ein chemischer Vorgang, ne?
Photosynthese? Ja, bei Photosynthese wird aus... Bei Photosynthese wird eben, also die Blätter betreiben Photosynthese, Blätter von Pflanzen, von Bäumen halt, und Photosynthese ist halt eben Kohlenstoff. Das gehört... Zu Sauerstoff umwandeln. Das gehört eigentlich zur Ökologie. Ökologie ist Biologie. Und der genaue Vorgang lautet Photosynthese. Photosynthese verwandelt Kohlenstoffdioxid, also CO2, in Sauerstoff, O2 sowie Traubenzucker. Das, oh Gott, was war Traubenzucker nochmal? Ich glaube C6, lass mich jetzt nicht lügen, C6H16O6, irgendwie sowas. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gehört das ein Großteil zur Biologie. Ja. Ja, und jetzt hat, wir haben es ja schon gesagt, Kohlenstoffdioxid. Jeder von uns produziert Kohlenstoffdioxid. Durchs Atmen, sowie... Wir machen alle die Umwelt kaputt, nein! Ja gut, man produziert aber dadurch nur einen kleinen Teil, das heißt der Körper... Ich kann meinen, ihr müsst ja die Umwelt nicht verschmutzen, ihr könnt doch aufhören zu atmen. Nein, ist... Es ist in der Natur ist es ja vorgesehen. Bloß eben auch Holz. Wenn man Holz verschürt, ist es entsteht zwar Kohlenstoffmonoxid, also das andere Ding von Kohlenstoffdioxid, was dasselbe ist, bloß dass es halt eben qualmt. Na, es ist nicht dasselbe. Kohlenstoffmonoxid ist ein ganz, ganz, ganz dicken Ticker giftiger als Kohlenstoffdioxid. Jawohl, schön dem Typen hinten reingefahren, weil der LKW nicht bremst. Also wenn du mit deinem Auto fährst, produziert das Auto Kohlenstoffmonoxid. Naja. Das Kohlenstoffmonoxid wird durch den Katalysator in Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Kohlenstoffdioxid ist zwar in großen Mengen auch noch gefährlich für den Menschen, allerdings lange nicht so gefährlich wie Kohlenstoffmonoxid. Ja, und das ist ja für uns alle schädlich. Naja, es ist, ja, egal wie man es nimmt, es ist beide schädlich. Ja, aber es ist halt, ja, Sauerstoff ist bei der Photosynthese eigentlich nur ein Nebenprodukt der Pflanze. Die Pflanze braucht Kohlenstoff, kann aber nur eine bestimmte Menge an Kohlenstoff, ich sag jetzt mal, essen, ja. Ist natürlich jetzt nicht die richtige Bezeichnung, aber kann aufnehmen. Halt aufnehmen, genau. Und wenn man halt zu viel davon ausstößt, kommen die Pflanzen nicht hinterher. Vor allem, wenn dann die Menschen auch noch anfangen, die Bäume abzuroden, dann kommen die Bäume eben erst recht nicht hinterher, das umzuwandeln. Und eben, wie soll man das jetzt sagen, ein Baum. Weshalb Holz eine umweltfreundliche Heizmethode ist. Es entsteht zwar CO2, aber es gleicht sich wieder aus, weil nämlich der Baum in seiner Lebenszeit ein Baum wächst ja, und wenn ein Baum wächst, tut er ja CO2 in Sauerstoff umwandeln, und in der ganzen Zeit wo er wächst, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gerodet wird, also abgeholzt wird, tut er ungefähr dieselbe Menge an CO2 filtern, wo er halt dann wieder ausstößt, wenn man den Baum verbrennt. Also es ist von der Natur so eingerichtet, dass es halt immer ein Gleichgewicht ist. Und durch dass wir jetzt eben Benzin und Kohle verbrennen, wird eben dieses Gleichgewicht gestört, weil das halt fossile Brennstoffe sind, die halt vorher nichts dazu beigetragen haben, den CO2-Level wieder zu verringern. Also, ja, und deswegen entsteht dann halt auch der Treibhauseffekt. Eben, der Treibhauseffekt ist ja kurz und knapp erklärt. Die Erde hat eine Atmosphäre, und in den oberen Atmosphärschichten sind Gase, großteilig Methan, die eben Sonnenstrahlen, das sind kurzwellige Sonnenstrahlen, die auf die Erde eintreffen, die werden von der Erde abgeprallt oder prallen von der Erde ab, fallen als langwellige Strahlen wieder zurück Richtung Atmosphäre, und der natürliche Treibhauseffekt bewirkt halt, dass ein Teil der Strahlen wieder nach außen ins Weltall gelangt und ein Teil eben wieder zurückgestrahlt wird auf die Erde. Das heißt, dass das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich wird, dass es hier auch warm wird. So. Durch den Treibhauseffekt ist das aber so, dass sich das CO2 ebenfalls in den oberen Schichten sammelt, also quasi die natürliche Schicht dicker wird. Dadurch passiert das eben, dass dass viel mehr Wärmestrahlen wieder zurückgestrahlt werden auf die Erde. Also die treffen ein, werden hochgestrahlt und werden dann wieder zurückgestrahlt. Und das passiert halt bei zu vielen Strahlen. Das heißt, es gelangt nicht mehr genug nach außen. Das heißt, die Erde wärmt sich auf, Polarkappen schmelzen, Meeresspiegel steigt an, und wir werden bald alle mehr schwitzen, wenn es so weitergeht.
Deswegen gibt es den Kyoto-Vertrag. Der Kyoto-Vertrag regelt mit 55 Mitgliedstaaten Umweltgesetze, die halt dafür sorgen sollen, dass genau das nicht passiert. Also, dass die Erde sich groß erwärmt. Weil das Problem ist halt, wenn sich die Erde erwärmt, wird es in Afrika noch wärmer, als es eh schon ist. Das heißt, die Lebensbedingungen werden dort noch schrecklicher, als sie jetzt schon sind? Dann kann man sich ja denken, was passiert. Die ganzen Menschen werden versuchen zu flüchten nach Europa und Co. Und bei uns wird es auch nicht besser. Wir haben dann im Sommer Temperaturen bis zu 45 Grad und höher. Das heißt, wir haben dann hier Afrika-Hitze. Und dann kann man natürlich jetzt sagen, ja gut, dann schalte ich halt die Klimaanlage ein. Nur muss man dann auch wieder bedenken, die Klimaanlage verbraucht auch wieder Strom. Der Strom muss auch irgendwie produziert werden. Ja, also im Endeffekt, alles, was man macht, führt letztendlich zur Umweltverschmutzung. Es ist nun mal derzeit so. Man muss aber dazu sagen, Deutschland hat sich, wenn man guckt, vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2012, was das Ausstoßen von CO2 angeht, extremst gebessert. Die sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube um 11,2% mit dem Ausstoß zurückgegangen. Das ist, ja, was auch dazu beigetragen hat, ein Großteil sind die Abschaltung der ganzen Kohlekraftwerke. Ja, beispielsweise. Das Problem ist halt, Amerika und China ziehen oder sind in diesem Vertrag nicht drin, in diesem Kyoto-Vertrag. Das heißt, die haben keine Bedingungen. Alter. Das heißt, die haben keine Bedingungen, irgendwas zu senken. Ergo, in Amerika ist der CO2-Ausstieg von 2008 bis 2012 um sage und schreibe 24% gestiegen. Von, ich glaube, 4.700 Millionen Tonnen auf 6.000 irgendwas Millionen Tonnen. Muss es nicht mehr geben. 6.000 Millionen Tonnen. Wobei Gas ja kaum Gewicht hat. Das ist eine heftige Anzahl. Die USA ist verschätzungsweise, wenn ich mich jetzt nicht irre... Bei mir fällt gerade der Zugsimulator vorbei. Die USA ist, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, für knapp 12% der Umweltverschmutzung zuständig. Jährlich. Weil in Amerika ist halt auch die Sache, du kriegst Benzin zu einem Spottpreis. Das heißt, jeder Amerikaner wird dick, fährt Auto, geht zu McDonald's. Bei McDonald's gibt's... Nee, jetzt mal ernsthaft. Bei McDonald's kriegst du dann dein Burger. Der Burger, das Burgerfleisch, kommt auch irgendwo her. Das kommt logischerweise von Rindviechern. Rindviecher werden gezüchtet, produzieren Methangas. Ebenfalls schädlich für unsere Umwelt. Also sieht man es mal wieder. Der Ami ist der größte Verbrecher. Nein, so nicht. Ist natürlich bei uns auch so. Ich meine, jeder von uns geht gerne zu McDonald's, Burger King und Co. Natürlich. Und das ist halt die Sache. Wir Menschen machen etwas, ohne zu überlegen, was das für Folgen für unsere Umwelt haben könnte. Da sind wir wieder beim Thema Endzeitwelt. Das ist halt die Sache. Weil bei einer Endzeitwelt, dann gibt's das halt ganze nichts mehr. Da wird sich dann die Natur alles wieder zurückholen. Und um jetzt nochmal zum Leben unter der Kuppel zurückzukommen. Es gab mal vor etlichen Jahren, ich glaube in den 90ern war das, gab es mal ein Experiment, das hieß Biosphäre 2, kann man auch googeln. Da ging es halt darum, dass 8 Menschen zusammen in der Kuppel eben 2 Jahre überleben sollten. In dieser Kuppel waren verschiedene Biotope nachgebaut, wie zum Beispiel Dschungel, Tundra, was weiß ich. Und die sollten da drin eben 2 Jahre überleben. Und ja, das Experiment ist beim ersten Mal gescheitert, beim zweiten Mal hat es gerade so hingehauen mit Hilfe von außen, indem man CO2 reingepumpt hat und Sauerstoff reingepumpt hat und CO2-Filter angebracht hat. Also, ja, ich sag jetzt mal so, es ist nicht ideal, aber das Leben unter einer Kuppel wäre... Ja, zum derzeitigen Standpunkt noch nicht möglich. Aber zumindest auch noch nicht vonnöten. Ja, aber man guckt natürlich jetzt schon nach anderen Planeten, weil uns auch langsam die Rohstoffe ausgehen. Weil die Erde hat eben nicht unendlich Stahl, die Erde hat nicht unendlich Kohle, die Erde hat nicht unendlich Erdöl,
bla bla bla. Wobei man natürlich vieles mittlerweile schon synthetisch herstellen kann. Zum Beispiel Plastik wird ja aus Erdöl hergestellt. Plastik kann man mittlerweile aber auch schon synthetisch herstellen. Also, es ist natürlich nicht ideal, aber naja. Wie man es halt vom Menschen kennt. Man macht irgendwas, wie ich schon sagte, ohne zu überlegen, und das ist halt das Problem. Zeigt doch wieder der Film Avatar ganz gut, ne? Aufbruch nach Pandora. Hab ich nie gesehen.